Das Bausystem in Valheim kann am Anfang sehr herausfordernd sein und wahrscheinlich sieht deine Base aktuell so aus und du fragst dich, wie du es hinbekommst, dass deine Base so aussieht. In diesem Video zeige ich dir Tipps und Tricks, wie auch du deine Traumbase bauen kannst. Moin, mein Name ist Nico der Profi und hier auf dem Kanal dreht sich alles rund um Survival Games. Bleib also gerne mit einem Abo mit dabei. Mittlerweile müsstet ihr mich erkennen, deswegen ne, so lang wie nötig, so kurz wie möglich. Wir bauen uns erstmal hier eine Werkbank hin, habe ich schon gemacht. Und damit wir die benutzen können, knallen wir hier auch mal direkt erstmal ein paar Wände hin. Das ist erstmal immer das Wichtigste beim Bauen. Ohne Werkbank funktioniert der ganze Aal nämlich hier nicht. Natürlich, wir können jetzt auch schon ne, Gebäudeteile offensichtlich bauen, ohne dass wir die Werkbank benutzen. Aber eventuell reißen wir ja viel ab und müssen ab und zu mal unseren Hammer reparieren. Dementsprechend einmal das. Und natürlich brauchen wir die Werkbank, damit wir eben in der Nähe bauen können. Wir können immer nur in der Nähe von einer Werkbank bauen. Wenn ihr also noch irgendwie in einer anderen Base eine Werkbank stehen habt, braucht ihr das nicht machen. Jedenfalls. Punkt 1. Physik in Valheim. Es gibt Physik in Valheim. Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel und so weiter. Nein, was meint das Ganze? Wir schauen uns das mal kurz an hier am Baum. Ja, da wird euch schon aufgefallen sein, die Dinger kippen relativ gut um und schwanken auch hin und her, reißen andere Gegenstände mit und so weiter. Und das trägt sich eben auch weiter fort, wenn wir eben bauen wollen. Entschuldigen Sie, Monsieur, ich muss hier ein Video machen. Danke, tschüss. Ich habe da mal was vorbereitet. Das Ganze funktioniert mit einem Ampelsystem in Valheim. Ja, blau bedeutet hier in dem Fall, da seht ihr immer nur, wenn ihr den Hammer auch ausgewählt habt, blau bedeutet in dem Fall, dass das Ganze zum Boden eine Verbindung hat. So, übrigens, wir setzen jetzt mal was drauf. Mit dem Cursor immer dahin gehen, wo ihr auch hin wollt. Der ist relativ schlecht zu sehen, aber dann funktioniert das Ganze auf jeden Fall auch und ihr hampelt da nicht irgendwie rum. Jedenfalls, sehen wir jetzt hier ist grün. Grün ist noch absolut im guten Bereich. Wie gesagt, ist ein Ampelsystem und je weiter es Richtung Gelb bzw. Rot geht, desto schlechter ist es eigentlich. Hier haben wir jetzt schon sehr, ja, fast ein sehr starkes Orange und hier hätten wir dann an der Stelle ein Rot. Rot ist nicht gut. Das heißt, wir können an der Stelle eigentlich auch gar nicht weiterbauen. Wenn ich das jetzt hier ransetze, zack, peng, fällt das auf jeden Fall auch runter. Und das Ganze ist nicht stabil. In dem Spiel ist es so, wie gesagt, Physik und so, ne? Dass Sachen auch einstürzen. Wir haben hier auch Wind in dem Spiel und wenn der Wind zu stark ist und euer Gebäude zu schwach, dann bricht das zusammen. Das ist nicht so gut. Das macht keinen Spaß. Jedenfalls, das heißt schon mal einmal hier, dass wir natürlich das Ganze ein bisschen verstärken müssen, damit wir das Ganze schon mal stabil haben. Das Ganze gilt aber auch für Dächer. Und ich glaube, da liegt das größte Problem bei den meisten Leuten, dass die Dächer zusammenbrechen. Ja, wir sehen jetzt hier, das ist jetzt natürlich zum Boden connected. Das hier ist grün. Grün, hier oben wird es grün, gelblich, ist aber noch im Rahmen. Sollte eigentlich nicht einstürzen. Das ist eher kritisch hier. Ich hatte aber bisher noch keine Probleme damit, deswegen egal. Jedenfalls ergibt sich für uns daraus die Konsequenz, dass wir unsere Dächer stützen müssen, damit sie eben auch halten. Sonst fliegen die uns nämlich um die Ohren. Das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe das hier also folgendermaßen gemacht. Ich habe hier Pfeiler von unten nach oben reingezogen, um das Ganze zu stützen. Diese Querbalken hier, ne, die bringen eigentlich gar nichts. Klar, der ist jetzt auch grün, das ist auch alles schön und gut, weil er eben auch hier zu connected ist. Der andere wird schon heller grün. Ich hoffe, man sieht das einfach im Video. Den habe ich aber nur eingebaut, um das andere Dachteil zu stützen. Dieses hier. Und man sieht es auch hier, dass das jetzt hier schon orange ist. Das ist nicht so ganz optimal eigentlich. Funktioniert aber aktuell hier. Aber prinzipiell ist erstmal Pfeiler nach oben ist immer eine gute Idee. Ja, damit stützt ihr das ganze Dach auf jeden Fall ab. Wenn ihr da irgendwie noch quer irgendwas stützen müsst, so wie ich, damit das Dach eben grün ist, ja, dann zieht ihr hier nochmal einen Balken nach oben. Das ist gar kein Problem. Müsst ihr also immer ein bisschen darauf achten. Wie gesagt, Ampelsystem ist easy zu verstehen. Kennen wir alle. Wir alle nehmen irgendwie am Straßenverkehr teil, wie auch immer. Jetzt habe ich hier in einem Punkt quasi drei Punkte abgearbeitet. Ja, also ich fasse nochmal zusammen. Es gibt hier ein Physiksystem, ja, mit einem Ampelsystem kombiniert. Ihr braucht ein Fundament und ihr müsst eure Dächer stützen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich denke, das System so von dem Fundament ist klar geworden. Ne? Das könnt ihr einfach hier fortführen. Nichts anderes habe ich hier gemacht. Wir gucken uns das nochmal eben an hier. Von unten quasi. Gut, das eine Ding schwebt in der Luft. Aber ihr habt da auch ein bisschen übertrieben. Ich bin auf Nummer sicher gegangen. Braucht ihr eigentlich alles gar nicht so doll machen. So, ein weiterer wichtiger Punkt ist folgender. Das seht ihr vielleicht schon. Es ist ein Schornstein. Ja, ihr bekommt durch zu viel Rauch an einer Stelle bekommt ihr Schaden einfach. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen müsst ihr einen Schornstein einbauen. Beziehungsweise, wenn ihr keinen Schornstein einbauen wollt, könnt ihr einfach auch hier oben quasi eine Lücke lassen auf beiden Seiten. Denn dann sammelt sich der ganze Rauch unterm Dach quasi und zieht dann irgendwann auch raus. Ich habe mich jetzt hier für einen Schornstein entschieden. Und wichtig dabei ist natürlich, dass der halt direkt über dem Feuer ist, ne? Weil dann der Rauch steigt nach oben. Seht ihr hier? Hier ist das Feuer. Da oben geht's rein in den Schornstein. Alles kein Problem, bleibe ich gesund. Ich zeige euch das mal kurz, wie ich den gebaut habe. Übrigens, ihr könnt mit dem Mausrad, ne, wenn ihr das reindrückt, immer alles wieder abreißen und ihr bekommt alle Materialien wieder zurück. Das ist mega cool. Im Prinzip sieht mein Schornstein so aus. Ich habe hier vier so kleine Pfeiler genommen. Einmal
da so ein Viereck drum gezogen und dann einmal das Dach oben drauf gesetzt. Und dann sehr viel weiter unten ist halt eben das Feuer. Aber so sieht die Konstruktion aus. Die könnt ihr dann oben auf euer Dach setzen. Da müsst ihr eben halt nur schauen, dass ihr genügend Snap-Points quasi zur Verfügung habt. Das ist aber eigentlich auch kein Problem, weil ihr diese Pfeiler hier einfach auch ans Dach ansetzen könnt. Beziehungsweise, wenn ihr es wie ich gemacht habt, ich habe hier in der Mitte halt ums Feuer rum auch die Balken hochgezogen. Dann habt ihr da nochmal Stützbalken auch direkt drunter. Und dann hält das Ganze eigentlich in der Regel auch. Ich kann das ja nochmal kurz zeigen, welche Farbe das bei mir hat. Ja, ist schon ein gutes Gelb auf jeden Fall. Hält aber. Also bisher hatte ich noch keine Probleme. Das ist nämlich dann auch der nächste Punkt. Das bezieht sich natürlich hier auch alles auf das 0815 Holz, was wir am Anfang bekommen. Und das ist relativ instabil. Das heißt, wir können nicht so gut hoch damit bauen. Beziehungsweise müssen wir alles sehr, sehr gut stützen einfach. Und je weiter ihr im Spiel eben voranschreitet, desto mehr Gegenstände bzw. desto mehr Ressourcen schaltet ihr auch frei, beziehungsweise könnt ihr eben auch ja euch erfarmen. Und so gibt es beispielsweise auch das Corewood, und das Corewood ist eben schon um einiges stabiler als das normale Holz. Beziehungsweise kommt die Stabilität auch einfach dadurch, dass das Corewood viel länger ist. Also das ist jetzt hier ein Balken und das sind hier zwei Balken vom normalen Holz, die wir aufeinander stellen mussten, um überhaupt diese Höhe zu erreichen. Ein weiterer Punkt, der auch wichtig ist, ist dann natürlich auch, dass wir uns eine ebene Fläche schaffen, wie ihr das jetzt hier seht. Ansonsten wächst das Gras einfach bei uns in die Bude oder wir kriegen die Wohnung bzw. das Haus nicht richtig stabilisiert. Den Boden zu ebnen ist ja auch so ein bisschen eine tricky Sache in dem Game. Ihr braucht dafür auf jeden Fall diese Hacke, die ich in der Hand habe, und wollt dann natürlich den Ground leveln, ja, also eben machen. Das Ganze funktioniert so, dass sich diese Hacke immer daran orientiert, wo ihr steht. Das heißt, die Höhe, die ich jetzt hier habe, auf die würde das Ganze hier um mich herum auch eben anpassen und dann dementsprechend flach machen bzw. teilweise auch ein Stück anheben. Können wir jetzt hier auch machen und dann seht ihr, bekommen wir eine höhere Fläche. Wenn wir das Ganze jetzt hier machen, dann zieht er das Ganze uns hier wieder hoch, wie ihr sehen könnt, weil wir eben auf einer höheren Ebene stehen, und so funktioniert das Ganze eben. Ich war da am Anfang auch immer ein bisschen verwirrt. Gehen wir wieder hier runter, klöppelt er das Ganze uns auch wieder nach unten. Das ist also ganz, ganz wichtig. So schafft ihr euch auf jeden Fall eine ebene Fläche, mit der ihr dann bauen könnt, beziehungsweise auf der ihr bauen könnt. Wenn dir das Video geholfen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, denn das hilft dabei, dass das Video auch anderen Leuten angezeigt wird. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.